Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von mir. Ja, wir spielen nämlich Assassin's Creed 2. Da einige von euch, ein kleiner Mann, drei Stück, hust hust, abgestimmt haben, dass ich dieses meisterhafte Spiel spielen soll, habe ich mich auch endlich mal dazu entschlossen und ich würde einfach mal sagen, wir fangen an im Story-Modus of course und gehen hier mal einen neuen Spielstand an. Wenn denn uns mal nicht Desmond, sondern das Cornflake. So, und dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal rein und schauen, was so in der Welt von Assassin's Creed 2 abgeht. Ich bin auch mal ruhig, weil es kommt gleich eine kleine Cutscene. Bis gleich. Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. Tausend Jahre Geschichte fließen durch meine Adern. Zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich es auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdig und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Das ist deine Geschichte. So, wir sehen hier ein paar komische Zeichen. Was es mit denen auf sich hat, werde ich noch später erklären. Ich kann momentan halt leider noch nicht so viel aufnehmen. Deswegen müssen wir mal gucken, wann die nächsten Dead Space-Folgen sein werden. Also habt ein bisschen Geduld damit. Ich wollte eh noch mal ein bisschen von Assassin's Creed 2 aufnehmen. Deswegen machen wir das einfach mal. Und ja, beliebige Taste drücken. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los! Alles klar. Gehen wir mal weiter. Auch wenn wir nicht genau wissen, warum. Aber ist ja scheißegal. Rein da. Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay. Dann steig mal rein, würde ich sagen. Bin mal gespannt, was es damit auf sich hat. Ich habe das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt, aber ich finde, es ist trotzdem immer wieder geil und ja, ich wette, es wird euch gefallen. Es ist einfach nur ein gutes Spiel. Mit 16, vertraulich. Suche nach relevanten Erinnerungen. Objekt 17, Desmond Miles. Spinge! Nochmal! Sì, sì, brava! Es ist ein Junge! Oh, Liebling! Es tut mir leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Gib den mir. Giovanni. Meine Liebe, alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe.
Hört ihn an. Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Und damit ist Ezio geboren, der Hauptprotagonist von Assassin's Creed 2. Wir werden ihn sehr bald schon kennenlernen. Und die Story beginnt. Komm, wir gehen. Ja, was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Desmond sieht schon ein bisschen fertig aus. Dann hau mal rein hier. Oh, wir können laufen. Sehr gut. So. Und wir kommen hier wirklich raus? Ja, werden wir wohl. Abstergo hat echt abgefahrene Innenarchitekten. Sehe ich auch so. Bleib bei mir. Hey, Sie haben hier nichts zu suchen. Öffnen Sie die Tür. Ich mache Meldung. Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Wiederhole. Zwischenfall im Forschungstrakt. Schnauze. Auswände. Schick. Hier müsst... Da sind Sie. Lasst sie nicht entkommen. Pams. Heilige Scheiße. Die Frau hat schlagfertige Argumente, würde ich sagen. Alles klar. Wo lang? Da lang. Jo, schon beeindruckend. Was ist mit den Kameras? Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Du bist gut. Das höre ich öfter. Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Laufen kann ich momentan nicht. Vorsicht. Ich bleib bei dir. Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir. Aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen. Ich will aber kämpfen. Ja gut, ich denke mal, wir werden im Spiel noch genug kämpfen. Deswegen... Ist das ein Animus? Halte ich mich einfach mal dran. Bleib bei mir. Werde ich. Was zur... Wie viele gibt's denn davon? Warte. Sagt man Animusse oder Animi? Was denkst du, Lucy? Lucy, wofür brauchen die so viele? Desmond. Animi. Latein. Mist. Ich dachte, die Karte reicht. Das ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Scheiße. Komm schon. Was hast du gemacht? Ich habe keine Ahnung. Auch gut. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal ein paar Knöpfe drücken. Klappt immer. Na, das war ja klar. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi irgendwas? Der neue Audi A4. Und deshalb müssen wir hier raus. Wittig und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? In der Garage auf Doom! Auf die Schnauze! Bams, 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 bams. Aua! So, du kriegst erstmal eine, würde ich sagen. So, ja, schlag einfach mal den Falschen nach Scheiß drauf. Ich bin doch nicht Luxi schlagen! Auch gut! Ja, es gibt schon ein paar lustige Fehler im Spiel. So, kontern können wir leider noch nicht. Aber wir können ihn trotzdem gehörig die Fresse polieren. Können wir den... Ja, nee, können wir leider auch noch nicht. Der ist noch nicht so drauf mit den Fäusten, aber verständlich. So. In die Fresse. Ja, genau, in die Fresse vor allem. So schön die Faust in den Mund gesteckt, ne? Rein. Im Ernst? Zu deinem eigenen Schutz. Oh Mann. Wir sind fast da.
einfach mal die Kofferraum, die Kofferraum, einfach mal die Kofferraum auf den Kopf geklatscht. Cooler Ladescreen. Den fand ich echt cool. Die Ladescreens haben sie echt gut im Spiel umgesetzt. Das ist nicht so langweilig wie bei manchen anderen Spielen, wo man einfach nur so einen stumpfen Ladebalken hat und dann so ein komisches Bild hingeklebt. Also das finde ich schon ziemlich cool gemacht bei dem Spiel. Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Super. Hier lang. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft cool. ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber... Was? Wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein, nein, du hast mich in Aktion gesehen, ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Raindrop. Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Oh, schön knuddeln. Kein Problem. Immer wieder gern. Was ist bei dem, was am Assassin's Creed 2 auch anders ist, im ersten Teil gab es keine richtigen Szenen. Da gab es einfach nur so, wie sie gerade vor mir hergelaufen ist. Da haben sie einfach so gesprochen. Lucy, du hast es geschafft. Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? 7. Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Begeisterung in Desmonds Gesicht. Aber hey Desmond, wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz, keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist, dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Alles klar, mach das. Laber mal ein bisschen mit Lucy. Hey, also ich wollte mich nur bedanken. Und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Lucy, ich habe Dinge gesehen. Symbole in meinem Zimmer. Der Code an der Tür. Genau wie Altair. Das ist der Sicker-Effekt. Du übernimmst mehr als nur Erinnerungen von deinem Vorfahren. Du übernimmst seine Talente. In dem Fall das Adlerauge. Talente? Du bist jetzt empfänglicher. Wenn alles klappt, dann wirst du alles lernen, was Ezio im Animus lernt. Das soll funktionieren? Ich ein Assassine? Du bist schon ein Assassine. Du wirst nur besser werden.
Ja, und zwar viel besser, hoffe ich. Ich meine ehrlich, ich habe die Bänder gesehen. Du hast nicht mal versucht zu entkommen. Arschloch. Richtig nett. Ja, dann quatschen wir dich mal direkt an, unseren treuen Freund und Begleiter Sean. Was ist denn das für ein Zeug? Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank. Eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Ja, aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten. Ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Ja, warum nicht? Hallo, Desmond. Hau ab. Ich hab dich auch lieb. Dann gehen wir mal einfach in den Animus rein. Und schauen wir mal, was uns erwartet. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du? Ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Ach ja. Unser bester Freund, der Sean. Los geht's. Rein da. Ich meine, guckt euch das mal an, wie geil die das gemacht haben mit dem Ladescreen. Hier sieht man das gerade übelst aus der Ego-Perspektive. Das ist richtig cool gemacht. Und ja, dann tauchen wir mal ein in die Welt von Assassin's Creed 2. Republik Florenz, 1476. Das ist schon ein paar Jahrhunderte her. Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme! Bitte Ruhe, meine Freunde! Silenzio! Danke! Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz! Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot! Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Jetzt kommt der übelste Zeitlupenstein, der dem nicht ausweichen kann. Es ist übelst unmöglich, dass er ihm ausweicht. Okay, Jungs sind Jungs. Wir reden Pazzis Männer bekämpfen. Auf die Schnauze, würde ich sagen. Und los!